bekannt geworden in so manchen Kreisen, ne? Und ja. Ich sag mal, Justin Bieber hat nicht mal ansatzweise so viele Fans wie ich. Das verändert einen natürlich schon, ne? Aber sonst, man ist da relativ auf dem Boden geblieben. Oh, man wird älter und dann wird man auch ein bisschen vernünftiger, ne? Jetzt kommt man der Jugend ein bisschen was. Seit wann das denn? Und ja. Nee, der wird jedes Jahr... Den lässt er immer stehen und dann immer, wenn wieder Bruchsal ist, dann schrumpft er den einmal auf. Die Keime töten sich gegenseitig. Ja, das ist wie bei einer guten Kaffeemaschine. Das ist der Grundmock. Das ist, hat Geschmacksgründe. Das muss da drin bleiben. Nee, aber wird schon hochsterilisiert, gereinigt. Der Glühwein daraus, der schmeckt halt einfach viel intensiver als normaler Glühwein. Weil die Pilzkulturen über die Jahre ja eben auch so ein, ja, so ein gewisses Grundaroma in den Wänden festsetzt. Stimmt. Was Besseres gibt's ja gar nicht, ne? Letzte Flasche! Letzte Flasche! Wir haben keinen Sonnenblumen. Lecker Glückskekse, ein Brötchenkreis und Mini-Cabanossi. Mehr gibt's heute nicht. Muss reichen. Und keinen Sankt-Hubertus-Tropfen. Nee, keinen Sankt-Hubertus-Tropfen. Es gibt keinen Sankt-Hubertus-Tropfen mehr. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Wir sehen das eigentlich entspannt. Ja? Wir haben vorher noch eine SMS bekommen, dass die Leute jetzt losgehen. Wir haben alle Ollis an die Seite geschoben, damit Platz ist im Laden. War so geregelt, dass der Graf die Gräfin vögelt. Heute ist es so verzwickt, dass alles durcheinander fickt. Da wir heute nicht ficken können, wollen wir uns die kurzen gönnen. Und ja, Girlie-Sack. Ja,
schön, gerne. Leitet Jörg, leitet den Markt hier. Hier steht auch Jörg Prügisch sonst, ja. Wenn man förmlich sein will. Und einmal im Jahr gibt es das große Hallo und dann kommt ihr und ich freue mich drauf. Was bedenkt man vorher? Also Alkohol muss man genug da haben. Das ist nicht immer positiv, aber kann man ja mal machen. Mülltonnen müssen genug da sein, aber die reichen nie. Und das ist ja auch super, wenn die Schüler den Müll auch mal in die Mülltonne schmeißen, nicht daneben. Ja, der Personalausweis bei Alkohol wird natürlich verlangt. Aber sonst sind wir ganz harmlos und freuen uns, wenn hier was los ist. Obst und Gemüse wird sehr wenig gekauft. Ich hatte welche bestellt und dachte, die Schüler, das ist der Kunde von morgen, der kriegt heute Schokolade. Stolzenau ist heute im Ausnahmezustand. Seit heute Mittag findet dort vom Gymnasium in Stolzenau aus das sogenannte Jahrgangsprüfen statt. Und für uns live vor Ort ist meine Kollegin Carolina V. Carolina, wie sieht's denn dort aus? Wie ist die Lage? Wir sind bis jetzt von dem Gymnasium aus quasi einmal um den Pudding gelaufen. Überall trifft man so ein paar Leute, die zum Jahrgangsprüfen dazugehören. Lass doch mal irgendwas laufen. Das ist auch Deichkind. Also es ist nicht Deichkind, es singt ja... Das ist schwul. Techno. Das Paris dabei, Mann. Das ist schwul. Techno. Das ist ein Klassiker. Zu früh. Zu früh. Weit zu früh. Schwul. Meine Mama hat gesagt, wenn ich in einem Graben lande, dann holt sie mich nicht wieder raus. Mich bitte rausschneiden. Das hat sie gesagt. Wenn du in einem Graben lädst, dann bleibst du da. Okay. Wir haben ihn nur gut verwendet, weil warum soll er einfach auf der Hauptstraße stehen bleiben? Warum? Weil es einfach mal die Beste ist. Jungle ist massiv. Mario, sag doch auch mal was. Hier läuft nur Scheißmucke. Aber wir machen jetzt bessere an, weil wir nämlich die beste Musik dabei haben. Ich weiß nicht, von wem die ist, aber der hat sich bestimmt Gedanken drüber gemacht. Lass es bitte, ja? Komm wieder! Ja. Oh Gott. Was möchtest du sagen? Jahrgangsbrüsseln ist geil. Mehr braucht man nicht sagen. Alles gut. Könnt ihr das bitte aufheben und durchschmeißen? Ja. Imke ist aber auch wieder investigativ hier unterwegs. Ne? Ja. Die stellt Fragen, ja. Wie Carla Kolumna. Ja. Ja. Dein Ernst? Ja, zwei Stunden. Okay, so viel. Ja, Ja, wir kommen zu langsam voran. Ja. Ja. Wir sind die Dunkelheit hat uns überrascht. Ja, genau. Wie immer, jedes Jahr. Ja. Wobei wir ja heute immerhin mit null Sonnenstunden rechnen können. Bruder, ist Ida! Hier letztes Jahr gewonnen! Ja! Wuhu, Ida! Ein echter Hall of Famer. Hier, Victory-Teilchen, Ida, hier Wind und so. Weib dich! Ich hab schon ein paar Mails, würde ich klar gemacht. Ja, dann zieh das also durch. Ja. Geil. Also ich mach einfach nur auf den Mangel. Ja. Okay. Den musst du den Mist filmen, ja? Thank you.
Machen wir gleich weiter, Finke, wie ist mit dir? Was übrigens auch, nur mal so als Tipp, was auch auf gar keinen Fall funktioniert bei einem besoffenen Typen ist, ich bin nicht rasiert. Funktioniert nie, könnt ihr knicken. Man läuft der ganze Zeit. Geht ab. Ja, schweres Gelände mit tiefer gelegtem Auto, es ist nicht so gut. Der Abend von vorgestern auf gestern habe ich gar nicht geschlafen. Und die ganze Zeit immer nur irgendwelche Sachen kontrolliert und nochmal hier was umgeschrieben. Nee, bitte nicht, das ist nicht so schön. Es geht um wichtige Themen wie die Bachelorarbeit, ja, genau. Okay? Ohne BH und mit dem Gegenlauf. Nee, aber sie ist Veganer. Wusstest du das? Ja. Das muss ja irgendwer sagen. Irgendwann muss sein, dass sie Veganer ist. Sie ist Veganer. Ich film sie mal, sie ist Veganer. Julia Becker, dreh dich mal um. Julia Becker, guck mal in die Kamera. Veganer, Veganer Number One dieses Jahr. Beim Jahresmusikum ist eine Veganerin und das ist Julia Becker. Ab und zu beim Jahresmusikum 2015. Wir haben uns heute hier versammelt, um Alkohol zu trinken und Spaß zu haben. Ich habe hier meine bezaubernde Begleitung mitgebracht. Extra zum internationalen Erinnerungsmuseum. Ich bin Veganer, ich bin Veganer, ich bin Veganer. Ich was bin Veganer. Du? Ich bin Julia Becker, ich bin Veganer. Das ist sie. Veganer. Mahlzeit. Moin. Ich bin niemand, aber sie ist Veganer. Veganer, Entschuldigung. Ich bin einfach, ich bin ein Niemand, aber sie ist Veganer. Okay. Das möchte ich jetzt alle wissen. Alle sollen das wissen, sie ist Veganer. Nein, ich möchte bitte was Wichtiges sagen. Ja, wir sagen ich habe was. Ich habe vorhin die Welt gerettet. Ich springe jetzt in ihre Ruhe rein und beginne ein neues Leben. Als Netz. Noch anschieben. Ja, der macht lustige Sachen. Das geht ab. Aber was ich noch sagen möchte, weil ja, als ich sag mal, kleines Promi hier. Ja, ist ja damals hat er gewonnen. Nein, genau. Er hat ja schon mal gewonnen. Möchte ich sagen, dass das Jahresmuseum heute echt mega geil ist. Das ist echt geil, es war ein bisschen zu dunkel. Aber trotzdem richtig, ja, freut mich. Die Leute haben das gut aufgezogen. 3 Euro habe ich gespendet. Könnt ihr nochmal erwähnen? Ich habe 11 Euro gespendet. 11 Euro? 11 Euro habe ich gespendet. Und macht so weiter, ne? Macht so weiter. Jungs, wir sind immer bei euch. Tschüss. Warum verfolgst du das nicht? Mach das doch! Lass uns mal bei dir.